Ja, Lialo, da bin ich wieder. Ja, lange Zeit nicht mehr gesehen. Also ihr mich, ich sehe euch ja leider nicht. Ich wünschte, es wäre so manchmal. Ich wünschte, ich hätte ja auch gerne mal einen Kumpel hier von euch hier nebenan, wo wir auch mal uns treffen können, mal ein bisschen zocken und so weiter. Ja, ist leider nicht. Deswegen geht es nur hier auf diesem Weg. Und ich möchte mich als allererstes erstmal entschuldigen bei euch dafür, dass ich hier lange nicht mehr zu sehen war. Zu hören war, wie auch immer. Dafür habe ich gute Gründe, leider gute Gründe. Und was das alles ist und wie es mir gerade so geht und weiter, das erfahrt ihr, erwartet, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, hi nochmal. Ja, wie gesagt, es tut mir leid und ich möchte euch mal erzählen, warum ich jetzt hier wirklich lange nicht mehr zu sehen war und warum ich auch, ja, ich muss es leider zugeben, die letzten Kommentare noch nicht beantwortet haben, aber das mache ich jetzt, versprochen, dieses Wochenende. Eventuell habe ich es jetzt auch schon gemacht. Ich nehme ja immer freitags auf und ja, sonntags bringe ich ja immer die Videos hoch und ja, ich werde es jetzt versuchen, dass ich irgendwie jetzt noch eure Sachen kommentiere, die ja teilweise auch wirklich schon ja, 2 Monate her sind, ne? Ist, glaube ich, 2 Monate mal her, wo ich das letzte Mal online war. Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einen Monat, keine Ahnung. Ja, es ist halt so, dass ich wirklich viele Probleme habe, familiäre Probleme. Und zwar, ich bin ja auch schon älter. Ihr wisst es ja, ich bin 51 und dementsprechend habe ich natürlich auch ältere Eltern. Und mein Vater ist sowieso schon ja, quasi ein Pflegefall. Jetzt nicht so schlimm, aber er braucht halt Pflege. Und jetzt hat es halt auch meine Mutter erwischt, die ja auch schon ziemlich alt ist so. Und hat dadurch ganz schön viel um die Ohren, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt noch nicht eine Katastrophe. Naja, doch, es ist schon nah an der Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich muss halt nebenbei arbeiten, ganz klar. Jetzt ist mein Sohn seit diesem Sommer in die Schule gekommen. Das geht noch so, aber meine kleine Tochter, die geht ja in die 4. Klasse und die muss ich halt auch supporten, denn die 4. Klasse ist ja nicht mehr so wie früher. Wir hatten noch Orientierungsstufe, das gibt es ja nicht mehr. Und ja, 4. Klasse ist dementsprechend natürlich entscheidend. Und ich möchte natürlich schon, dass sie, wenn sie in eine weiterführende Schule geht, dass sie da auf den Gymnasiumzweig geht. Und dementsprechend muss ich sie auch fördern und nebenbei halt meine älteren Eltern jetzt versorgen irgendwie, die hier nicht im Ort wohnen, sondern etwas weiter weg. Dann kommt halt hinzu, dass meine Frau auch sehr viel Stress hat, sehr, sehr viel Stress auf der Arbeit. Ja, und das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, ist sehr schwer. An Zocken ist da teilweise gar nicht zu denken. Ich zocke manchmal abends noch eine halbe Stunde oder so. Mehr ist da gar nicht drin. Ja, sammeln tue ich halt nebenbei immer noch, weil das mache ich halt eigentlich während der Arbeitszeit. Ja, aber wie gesagt, durch die Eltern so, ich muss mich da wirklich um viel kümmern. Ich muss Pflege, Sachen ausfüllen, Formulare ausfüllen. Ich muss sehen, dass sie Essen bekommen, weil die können nicht mehr kochen, die können nicht mehr waschen, alles Mögliche halt. Und das ist schwierig halt. Naja, und deswegen, das mal als kleine Entschuldigung. Ich habe jetzt aber alles so einigermaßen in geregelten Bahnen, sage ich jetzt mal. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass jetzt nichts Schlimmes dazwischen kommt und ich hier auch regelmäßig weiter zocken kann und natürlich auch Videos machen kann, weil mir macht das nach wie vor sehr viel Spaß mit euch und ich lese auch wirklich sehr gerne eure Kommentare, aber da kommt gleich erstmal auch gleich eine Einschränkung. Also ich werde in Zukunft weiterhin natürlich eure Kommentare beantworten und weiterhin auch beantworten, also lesen und beantworten, aber nicht mehr ganz so ausführlich, weil ihr seht ja meine Meinung sowieso im Video, dann muss ich das ja nicht nochmal in den Kommentaren auch noch schreiben. Trotzdem hoffe ich, dass ihr immer weiterhin viel schreibt. Wie gesagt, ich lese die auch und ich beantworte die, aber nicht mehr ganz so lang. Ich halte das jetzt alles ein bisschen kürzer, weil das Kommentieren der Kommentare, das hat teilweise dreimal, manchmal sogar viermal so lange gedauert wie das eigentliche Video selbst. Und wie gesagt, ich finde das toll, weil ich mache, das hatte ich ja schon ganz oft gesagt, ich mache Video nur quasi, um halt in Kontakt mit ähnlich gesinnten Menschen zu treten. Und weil ich habe halt hier die Leute nicht und oder wenige, sagen wir es mal so. Und also so Hardcore-Nerd sowieso nicht. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit der Kommunikation mit einer Gleichgesinnten, sagen wir es mal so. Ja.
Und ja, gut, jetzt zu viel des Guten. Jetzt erzähle ich nochmal ganz kurz, also wie es hier abläuft. Vlog, ihr kennt das, ist so ähnlich wie bei Mückes Kosmos. Ich erzähle erstmal allgemein, das habe ich jetzt hiermit erledigt. Als nächstes Thema ist YouTube, das wird heute ein bisschen ausführlicher. Dann weiß ich nicht mehr, gezockt glaube ich, kam noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Egal, jedenfalls, das kommt jetzt und das erwartet euch jetzt gleich. Ja, Thema YouTube. Wie gesagt, ich habe jetzt demnächst auch Urlaub, da werde ich ein paar Videos produzieren. Ich habe demnächst, nächsten Sonntag, kommt hier ein Pickup-Video, was wirklich schon älter ist. Das hatte ich vor meinem Urlaub noch aufgenommen. Dann kam halt die Geschichte mit meinen Eltern dazwischen. Und einige Sachen mehr, die mich da wirklich negativ überrascht haben. Aber ich möchte dieses YouTube-Video, dieses Pickup-Video trotzdem euch noch zeigen. Das kommt nächsten Sonntag. Das sind, glaube ich, die Pickups von August, September, meine ich. Bin mir da auch gar nicht mehr sicher, habe es mir jetzt gar nicht mehr angeguckt. Das bringe ich auf jeden Fall, wenn ich da altes Zeug labere, seid da bitte nicht so irritiert. Ich erkläre es ja deswegen heute nochmal. Das wollte ich aber nicht jetzt wegschmeißen und deswegen kommt das nächsten Sonntag, weil ich fand, das war eigentlich eine ganz gelungene Folge. Und viele interessante Spiele, also freut euch da schon mal drauf. Viele Switch-Spiele zum Beispiel auch. Ja, dann, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, ich habe einige Sachen noch vor, auf jeden Fall. Ich möchte YouTube unbedingt weitermachen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, vor meiner anderen oder nach meiner anderen größeren Sommerpause. Jetzt diese Pause war gar nicht geplant. Das war, wie gesagt, eine Zwangspause. Generell, wenn ich so YouTube verfolge, ist leider wirklich wenig los, muss ich ehrlich gestehen. Und jetzt hat ja leider noch der Dennis von der Game Mansion hat ja auch aufgehört. Er schreibt zwar, eventuell macht er nur eine größere Pause, aber eventuell hört er auch ganz auf, was ich unwahrscheinlich schade finde, weil ich habe den total gerne geguckt und ich fand ihn sehr sympathisch. Man hat ihn ja nie gesehen, aber er hat halt eine sehr sympathische Stimme und er hat ganz tolle Videos gemacht und ich habe mich da gerne auch von ihm informieren lassen, auch wenn er wenig für die Xbox hat, aber ist ja egal, ich gucke trotzdem auch andere gerne. Ne? Ja, und das finde ich ein bisschen schade. In dem Zusammenhang fand ich auch schade, gut, das ist jetzt was Größeres und zwar 4Players, habt ihr vielleicht mitbekommen, gibt es auch nicht mehr. Finde ich extrem schade. Ich gucke oder ja, gucken und lesen 4Players, die Webseite, die haben ja auch einen YouTube-Kanal, da war jetzt nicht ganz so viel, aber immer mehr halt, gerade in den letzten 2 Jahren irgendwie haben die doch relativ viel auch auf YouTube gemacht und schade, die gibt es nicht mehr. Also es gibt zwar noch die Seite, die macht jetzt der Matthias Oertel, der auch noch damals zu der Stammmannschaft gehört, aber ja, kann man jetzt vergessen so. Ja, ich gucke da auch noch ab und zu, aber die eigentliche Crew ist halt nicht mehr dabei. Und gerade der Chef, dieser Jörg Lübel, glaube ich, heißt der fehlt da doch schon sehr. Auch wenn das halt ein Fanboy, ein PlayStation-Fanboy war. Und auch wenn ich bei 4Players einiges an den Wertungen auszusetzen hatte, gerade worüber ich mich geärgert habe, war Mafia, das Remake und aber auch zum Beispiel Crackdown, haben sie sehr niedrig bewertet. Gut, Crackdown kann ich noch irgendwo ein bisschen akzeptieren, Crackdown 3, Mafia 1, was ein hervorragendes Remake ist, da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Aber egal, die hatten trotzdem tolle Videos und der Jörg, der war ja auch oder ist Archäologe oder Geschichts- oder der Geschichtestudent. Ja, ich weiß es nicht mehr. Nee, Archäologe ist er nicht. Na, egal. Jedenfalls, er hat halt auch viele Hintergrundvideos gemacht zu Ghost of Tsushima zum Beispiel, Red Dead Redemption, wo er halt auch mal ein bisschen die Geschichte nochmal näher gebracht hat. Fand ich sehr gut. Aber generell auch so die Tests, die waren schon echt gut. Die waren sehr kritisch. Damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den kritischen Herbst, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das fand ich damals sehr gut, dass sie da einige Sachen öffentlich gemacht haben. Könnt ihr euch ja selber mal anlesen, wenn ihr damals nicht dabei wart. Aber wie gesagt, es war eine tolle Seite und leider jetzt nicht mehr. Das finde ich sehr schade. Ist so alles so ein bisschen, geht alles so ein bisschen im Berg gerade ab, muss ich leider sagen. Auch. Und jetzt kommen wir auch zu einem anderen Thema nochmal, was nur am Rande was mit YouTube hat, und zwar die Ehrenrunde. Wie gesagt, heute ist Freitag, morgen ist Samstag und ich nehme morgen zusammen mit den beiden anderen Jungs die letzte Folge Ehrenrunde auf. Danach ist das Projekt Geschichte. Ja, die Gründe sind, weiß ich gar nicht, ob man sagen, vielfältig. Es ist auf jeden Fall ein Grund ist, dass wir häufig, bei 3 Leuten ist es schwierig, den gleichen Termin zu finden. Mal hatte ich auch keine Zeit, dann der Florian oder auch der Kevin und der Prunuk. Und ja, und das war immer sehr schwierig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass uns so langsam ein bisschen die Themen ausgehen, weil die Ehrenrunde war ja nicht so ein Podcast wie zum Beispiel Akimbo FM, den ich ja immer noch sehr empfehle, euch ans Herz legen kann. Da ist es ja so, da geht es ja mehr um Allgemeines, um die News und auch
was man gerade so gezockt hat. Das haben wir nicht gemacht. Bei uns war es ja eher so, klar, wir haben auch gesagt, allgemeines, was haben wir gezockt. Und dann hatten wir so ein großes Thema, was wir beleuchtet haben. Und das war eigentlich auch immer sehr cool. Also es hat mir meistens sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache hat mir nicht so, das war halt, glaube ich, Videospiele, die verfilmt worden sind. Das fand ich nicht so gut, aber es lag jetzt nicht an den Jungs oder so, sondern es lag halt daran, weil ich meine, es gibt zu wenig gute und das war... Aber egal, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sonst fand ich sehr gut. Ich hatte immer sehr viel Spaß dabei gehabt, auch wenn die teilweise sehr lang waren und ich dann auch sehr müde war, aber trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Jungs liegen mir echt am Herzen. Und jetzt machen wir gleich mal einen Übergang zu meinem YouTube-Kanal des Monats und da habe ich heute mal zwei, weil wenn man, alles was ich jetzt gesagt habe, was ja so relativ negativ war, es gibt zwei Sachen, die zum Glück sehr positiv sind, und zwar sind das zwei Comebacks natürlich. Und zwar mal Finchys Welt und der Pronum. Der Pronum hat vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, ich habe es heute erst gesehen. Und Finchy ist aber schon jetzt wieder seit 3-4 Videos dabei. Und darüber habe ich mich super, super gefreut, weil ich mag beide total gerne. Und ja, und für mich sind das zwei Kult-YouTuber, die mich auch damals empfohlen haben, also diesen Kanal empfohlen haben. Da bin ich auch total dankbar. Dadurch hatte ich wirklich einen guten, sehr guten Zuwachs gehabt. Aber selbst wenn sie es nicht gemacht hätten, ist es auch völlig egal. Ich finde die beiden Kanäle super klasse und sind sehr unterschiedlich irgendwo auf ihrer Weise, aber auch sehr sehenswert. Und die beiden verlinke ich euch mal für diejenigen, die eventuell schon die abonniert haben, weil sie dachten, es kommt da nichts mehr. Aber falsch gedacht, die gibt es noch. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, das sind meine beiden Kanäle des Monats. Noch was zum Thema YouTube? Ich glaube nicht. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Was habe ich gezockt in letzter Zeit? Oh, die ganze Zeit so ein scheiß Haarhirn. Tut mir leid. Das ist, wenn man älter wird, verliert man Haare und die landen häufig auch mal in den Mund. Ja, was habe ich gezockt? Dazu noch eine kleine Geschichte. Und zwar war ich auch im Urlaub. Im Urlaub ist leider auch diese ganze Geschichte mit meinen Eltern passiert. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es soll ja auch ein Gaming-Kanal sein, der zwar auch einen persönlichen Touch hat, aber... ja, das wird dann vielleicht auch zu langweilig. Nicht, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt vielleicht zu persönlich. Wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen transparent sein, aber ich möchte euch auch nicht langweilen. Deswegen, aber trotzdem, ich war im Urlaub, und zwar, ich war in Dänemark und ich habe mir zuvor eine Switch Lite gekauft. Die war im Angebot bei Mediamarkt, ich glaube 160 oder so, 159. Die gelbe, und ich fand die gelbe ganz schick. Und habe mir gedacht, okay, da musst du ja nicht alles aufbauen. Normal nehme ich halt immer auch so die Switch mit, aber mit Dock und so, auch wenn ich eine Tasche habe, das war mir dann zu viel, zu kompliziert. Und da habe ich gedacht, ach nee, nimmst jetzt einfach mal die Switch Lite. Ich finde generell, Nintendo macht so coole Urlaubssachen, weil im Urlaub hat man ja auch häufig die Kinder dabei, so auch. Ich hatte nur meine Tochter dabei, aber immerhin. Und so konnten wir halt ein bisschen zocken. Und ja, ich habe einige Spiele ausprobiert. Ich habe extra keine Nintendo-exklusiven Sachen geholt, weil ich wusste oder ich weiß, dass die sehr gut aussehen und meistens auch wirklich perfekt programmiert sind halt. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie so die Third-Party-Hersteller ihre Sachen auf die Switch portiert haben. Und ich muss sagen, viel Schatten und viel Licht. Fangen wir mal an. Ich habe hier zum Beispiel einer meiner Lieblingsspiele, will ich nicht sagen, aber einer meiner Spiele, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich habe es schon auf der Xbox One durch. Das war vor dem ich gehackt wurde. Und zwar Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Und das sieht noch gut aus. Also es sieht wirklich noch gut aus. Es steuert sich sehr gut und lässt sich eigentlich noch gut spielen. Also da kann ich eine Empfehlung für machen für dieses Spiel. Es ist sowieso generell ein sehr gutes Spiel. Ein Action-Rollenspiel, bei dem ich sehr viel Spaß hatte. Was leider nicht sehr gut aussehen, was ich auch nicht empfehlen kann, ist das hier, Maneater, eins meiner Lieblingsspiele, kann man jetzt wirklich mal so sagen. Und klar, ich bin natürlich PlayStation 5 und Xbox Series X gewöhnt, aber das sieht wirklich nicht gut aus. Und es spielt sich am Handheld auch nicht so gut, wie ich finde. Stationär ist schon ein bisschen besser, aber das sieht natürlich noch schlechter aus, wenn man es auf einem großen Fernseher spielt. Das kann ich nicht empfehlen, das werde ich, glaube ich, auch empfehlen. Verkaufen. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, ist dieses hier. Das habe ich noch nicht durchgespielt. Ich habe es aber auf den großen Konsolen mal angezockt und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Destroy All Humans, das Remake.
Sieht auf der Switch wirklich grottig aus. Also da denkt man wirklich, das ist PlayStation 3 Niveau und steuern tut es ganz normal, aber sieht, also das kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Wenn ihr eine andere Konsole habt, kauft es lieber dafür. Kommen wir zu den Sachen, die wirklich gut waren. Einmal habe ich hier Larry. Ich bin eigentlich nicht so, das ist der zweite Teil. Ich bin nicht so der große, Adventure-Typ, aber das hier hat mir gefallen. Fand ich ganz gut. Ich habe es natürlich nicht durchgezockt, habe es nur angezockt, aber schon ein paar Stunden. Fand ich wirklich, hat mir Spaß gemacht. Die Steuerung ist da ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da kommt man schnell rein. Das ist ja beim Gameplay ist ja kein Action-Ding irgendwie. Da kann man sich mit der Steuerung ein bisschen Zeit lassen, von daher ist es okay. Und von der Grafik her war es wirklich hübsch. Das kann ich empfehlen, wenn man so auf Adventures steht. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ich habe zum Glück noch eins ergattert im Saturn in Hannover. Diablo, die Eternal Edition Collection hier. Das ist wirklich gut geportet auf der Switch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist ja so ein Endlosspiel, zocke ich immer noch. Und das sind auch gerade die Spiele, die ich, nicht die Spiele, sondern Diablo ist auch gerade, was ich immer noch jetzt auf den neuen Konsolen zocke. Ich komme da irgendwie nicht von los gerade. Ist halt aber auch gerade so, dass ich mich nicht in so ein storybasiertes Spiel hineinstürzen kann, weil ich doch sehr viele Sachen im Kopf habe, wie gesagt, durch meine Eltern und so. Und abends ein bisschen Hack'n'Slay ist genau das Richtige. Ich habe noch Dirt 4 angefangen, weil das war im Game Pass und ist auf dem PlayStation Now, weil ich hatte gedacht, okay, nochmal so ein bisschen vergleichen irgendwie. Auf der PlayStation 5 sieht es leider nicht ganz so gut aus, aber immer noch sehr gut. Auf der Xbox Series sieht es schon besser noch aus. Deswegen werde ich es da auch zu Ende spielen. Generell ist aber, wenn ihr eine PlayStation nur habt, kann ich euch das nur empfehlen, wenn ihr so auf so Rallye-Spiele steht. Das war's für heute. Also wie gesagt, nächste Woche kommt ein etwas älteres Pickup-Video. Was ist so alt, ist es auch nicht. Es sind 4 oder 5 Wochen her. Aber es war eine gelungene Folge und deswegen möchte ich die nochmal zeigen. Ich entschuldige mich nochmal bei euch. Auch was die Poster angeht, ich habe die auf dem Schirm. Ich weiß, ich habe sie vergessen bei meinen Schwiegereltern. Die schicke ich jetzt aber denen nämlich los. Versprochen. Und versprochen, es geht jetzt hier weiter mit Videos. Wie gesagt, ich sage, kommt was Schlimmes dazwischen. Dann natürlich nicht. Aber ansonsten, wie gewohnt, gibt es jeden Sonntag ein Video. Und das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.